Dora Vakuni, meine lieben Kunstfreundinnen und Kunstfreunde, zeigt uns hier eine ganz ungewöhnliche Arbeit. Sie wirkt aktuell, heutig, modern, gefräßig, konsumistisch und ist doch ein göttliches Idol, also eine spannende Mischung. Wir haben hier die Maske eines Topos, gottähnlichen Urviehs, die Verbindung von Menschengesicht und Tierleib, wie in der sumerischen Kunst, wie in der phönizischen Kunst, wie in der ägyptischen Kunst, als man die Welt der Tiere und die Welt der Götter noch mit vielen, vielen Bildern belegt, zusammengezogen hat. In Löwenklauen endet dieses Tier und steht auf ionischen, antiken Mustern, die teilweise vergoldet sind. Das alte Gesicht wird deutlich gemacht durch diese im Brand entstandenen Risse und gleichzeitig vergießt diese so mächtige und drohende Figur auch Tränen. Das ist eine sehr ambivalente Erscheinung und ein sehr ambivalentes Gestalten dieser wundervollen Künstlerin, die überlebensgroße Stelen, Menschenfiguren schafft, die die Fliesen schafft, die wir hier in der Ausstellung an der Wand sehen können. Sie ist vielgestaltig und hat in ihrer elementaren Sprache ja auch ein Material, das alle Elemente zusammenführt, die notwendig sind zur Schöpfungsgeschichte. Woraus hat denn Gott die Menschen geschaffen? Aus Ton, aus Erde. Und der Töpfer schafft aus Ton. Und um ein Tongefäß und eine Tonarbeit zu gestalten, brauchen sie Wasser, Feuer, Luft und Erde. Also, der elementare Ausdruck, die elementaren Materialien schaffen diese elementaren Kunstwerke der Künstlerin Dora Vakuni.